Der BVOB ist 2009 gegründet worden und seitdem ist er auch Partner bei der LearnTech. Und in diesem Jahr gibt es einen Gemeinschaftsstand mit drei kommerziellen Partnern, die mit ausstellen. Da geht es um E-Learning mit PowerPoint. Dann gibt es die BVOB Lounge, sehr viele interessante Workshops von BVOB-Mitgliedern, von Experten aus dem Verband. Wir haben jetzt den ganzen Winter über virtuelle Winterworkshops. Die finden Sie auf der Webseite auch. Auch sehr interessante Webinare. Also der BVOB ist jetzt zur LearnTech schon sehr aktiv vertreten und natürlich auch Vorträge. Frau Anders zum Beispiel mit einem Vortrag über E-Learning und Berufsbilder und wie die sich entwickeln. Also bedeutsame Entwicklungen beispielsweise, jeder hat ja vielleicht jetzt gerade noch in den News die Präsentation von Steve Jobs im Gedächtnis. Beispielsweise da wurde das neue Smartphone, das iPhone eben halt vorgestellt und da ist eben halt vor 10 Jahren eben halt auch ein Grundstein gelegt worden, was eben halt Mobile Learning eben halt geprägt hat und eben halt auch vorangetrieben hat. Und das ist eben halt auch eben ein Bereich, der E-Learning vorangetrieben hat und das eben halt auch eine stetige weitere Entwicklung dann noch ist. Zudem haben sich auch sogenannte Learning Nuggets. Microlearning hat sich entsprechend auch entwickelt. Man rückt davon ab, beispielsweise 20, 30 Minuten Lernvideos oder WBTs zu machen. Der Fokus wird eben halt darauf gelegt, modulare Lernmodule auch zu machen, 2 bis 3 Minuten entsprechend, sodass das gut in den Arbeitsablauf passt. Und im Rahmen des BVOBs stimmen wir uns natürlich ab, jeder hat da seine Expertise. Wir sind immer stets aktuell, diskutieren diese Themen eben halt auch, damit wir aktuell sind und eben halt auch die Themen vorantreiben können im Netzwerk. Also die Entwicklung der letzten Jahre zeigt auch, dass die Content-Entwicklung immer weiter in die Unternehmen wandert. Also die bis hin dazu, dass Mitarbeiter selbst Lern-Content für die eigene Abteilung erstellen. Dadurch entstehen natürlich auch ganz andere Kompetenzfelder. Es muss einen Projektmanager im Unternehmen geben, der sich mit E-Learning-Projekten auskennt. Es gibt da die Content-Ersteller, aber es gibt auch die, die nachher die Lernangebote durchführen, also den E-Trainer. Und die müssen auch ausgebildet werden. Und da sieht der BVOB sich auch als Verband in der Rolle zu sagen, was das sein kann, weil halt die Experten dort auch schon zusammenkommen. Zum Teil schon mit Angeboten, zum Teil mit Konzeptideen. Und im Rahmen dessen wird beispielsweise ja auch das informelle Lernen immer weiter fokussiert und immer mehr attraktiver. Und da sehen wir eben halt auch die Entwicklungen hingehen. Also Trends beispielsweise auch, haben wir natürlich auch zur Diskussion, der Datenschutz wird natürlich auch mehr im Fokus stehen zu dem Thema E-Learning. Das wird auf jeden Fall sehr präsent sein und eben halt auch noch weitere Themen. Also ich habe den Eindruck, mit den aktuellen Ereignissen in den USA kann es durchaus sein, dass Datenschutz und Privatsphäre nochmal neu auf den Tisch kommt. Gerade wenn nicht mehr so klar ist, wie demokratisch die Strukturen sind, die das auch überwachen, was dort an Daten in die sogenannten sozialen Netze oder amerikanische Werbenetzwerke geht. Ja, und dann ist Google vielleicht nicht mehr der Ansprechpartner für E-Learning, sondern vielleicht muss man dann doch wieder den eigenen Server aufbauen. Das könnte durchaus sein, dass das durch politisches Umfeld sich da auch Entwicklungen im E-Learning verschieben. Beispielsweise dann auch Webinare, würde ich einfach mal übernehmen, das Wort. Genau, Webinare beispielsweise gewinnen mehr, auch immer mehr an Präsenz. Beispielsweise, dass man dann wirklich unabhängig von der Zeit und vom Ort eben halt lernen kann, dass man das wirklich dezentralisiert, dass man dann wirklich auch virtuelle Lerngemeinschaften gründet und da eben halt auch der Trend hingehen wird. Also der BVOB ist auf der LearnTech, damit sich Experten vernetzen können. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Mitglied zu werden. BVOB nach dem Motto professionell, aktuell. BVOB. Genau, vernetzt. Und die Frage ist, sind Sie schon Mitglied? Genau, zur Stärkung unseres Netzwerkes.